Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich auf den Vortrag gefreut, habe aber natürlich überlegt, dass ich eigentlich jetzt ein Manuskript ausarbeiten müsste für diesen Vortrag, kam dann zum Ergebnis, dass hier ein so sachverständiges Publikum ist, was Politik und Wirtschaft angeht, dass ich also nicht diese großen Zahlenreihen hier nochmal vortragen muss, die eigentlich seit 30 Jahren zu der Erkenntnis führen müssten, dass wir so nicht weitermachen können. Und deshalb will ich es mit Adenauer ein bisschen halten, der gesagt hat, es ist wichtig, dass man Leuten mit einfachen Worten und klaren Beispielen zeigt, was los ist, dann begreifen die es wahrscheinlich schneller als die Politik. Und langsam glaube ich das. Um ganz einfach anzufangen, wir leben über unsere Verhältnisse und wir ahnen das seit vielen Jahren. Und Deutschland ist auf dem Wege, einfach eine Nation zu werden, die nicht begreift, dass wenn sie nicht mit der Zeit geht, die Zeit an ihr einfach vorübermarschiert. Und jetzt entdecken wir, irgendwo hat das mit kritischer Masse zu tun, das gibt es eigentlich nur in der Physik. Nämlich, dass bei Reformen die kritische Masse so groß sein muss, dass plötzlich die Reformbereitschaft da ist. Ich habe das Gefühl, wir sind in der letzten Phase der Ansammlung von der nötigen Masse. Einige sehen sie schon und deshalb lässt sich auch beschreiben, was passiert, wenn nichts passiert. Und das, was neu ist eigentlich an dem Ganzen, ist, dass wir das nicht mehr selber bestimmen können. Und alle die, die im Freiheitsbegriff die große freie Welt haben wollen, also das Internet als Informationsquelle, sicherstellen, dass in den Schurkenstaaten nichts mehr geheim bleibt, weil die Information alles sichtbar macht. Sie können in China kein Internetcafé mehr schließen, die Zeit ist vorbei, das lässt die junge Generation sich nicht mehr gefallen. Und viele derer, die heute in Den Haag auf ihre Prozesse warten, wären nie dorthin gekommen, wenn sie ihr Land hätten abschließen können. Und während wir als Freiheitsbürger sagen, das ist die richtige Welt, offen, transparent, alles einsehbar und dann muss das Gute gewinnen, sind wir in der Ökonomie eigentlich der Meinung, das wird aber anstrengend. Und ich glaube, da ist das erste Problem, das wir erkennen müssen, dass diese Globalisierung, von der wir immer reden, nichts anderes ist, wie dass die Welt ein Marktplatz wird, der keine Grenzen mehr hat. Wo also außer in Deutschland wahrscheinlich der Beruf des Zöllners in wenigen Jahren unbekannt ist. In Deutschland wird man sich das erhalten, nicht? Da muss ja jemand kontrollieren, dass wirklich nichts mehr verzollt wird. Oder man setzt sie für die Schwarzarbeitskontrolle oder irgend sowas ein. Also, nicht? Aber wenn man das mal weglässt, dann könnte es, da kann es interessant sein, ein freier Marktplatz, der sich da abspielt. Und deshalb spielt auch vieles von dem, was wir glauben, was entscheidend sein könnte und auf was wir stolz waren in der Vergangenheit, keine Rolle mehr. Beispiel. Wir reden immer von der Exportnation Deutschland und sind immer noch stolz auf die. Zu Recht, weil unsere Autos immer noch gut sind, unsere Maschinen immer noch gut sind und der Export stetig wächst. Wir gucken nur nicht hinten, dass der Export vor allem aus Produktteilen wächst, die auf der anderen Seite Import sind, weil niemand so viel Autozulieferteile importiert wie die Deutschen, um daraus Autos zu machen, die sie dann verkaufen. Und die Deutschen sind immer stolz, wenn die Exportnummer stimmt. Die Amerikaner sind stolz, wenn der Ertrag stimmt. Das ist der Unterschied. Die deutschen Unternehmen sind in der Regel fokussiert aus ihrer ganzen Entwicklung. Es gibt fast kein deutsches Unternehmen, das nicht von einem Ingenieur oder Techniker gegründet wurde oder von einem ordentlichen Handwerker. Und die haben alle eine Eigenschaft, historisch, sie hassen ihre Kunden. Und da ich den Entschuldigungsvortrag beim VDI schon gehalten habe, kann ich das Beispiel nochmal bringen. Als ich nach Jena gekommen bin, hatte ich zwei große Probleme mit den Menschen. Einmal, als ich denen Time to Market erklären wollte, nämlich wie schnell wir mit dem Produkt am Markt sein müssen, haben die gesagt, hier, reg dich ab, mach keine Hektik. Die Leute haben hier 18 Jahre auf den Trabi gewartet. Heute weiß jeder, auch in den neuen Ländern, dass das die Frage, wie schnell ich ein neues Produkt am Markt habe, entscheidend ist, ob ich es verkaufen kann. Und wenn ich die ersten 6 Monate mit dem Produkt kein Geld verdiene, verdiene ich nie mehr wieder Geld mit diesem Produkt. Und das Zweite war, gewinn deinen Kunden, indem du nicht den Kunden beschwätzt und überzeugst, sondern indem du den Wunsch des Kunden erfüllst. Meine Ingenieure kamen am Anfang immer vom Kunden. Ich sagte, hast du den Auftrag? Wir waren die ganz gierig, jetzt muss endlich losgehen. Und er hat gesagt, Gott, den Auftrag haben wir nicht, aber der weiß jetzt, wie gut wir sind. Nicht?
Der Amerikaner kommt immer vom Kunden und sagt, der Kunde will absoluten Schwachsinn, aber ist zahlungsfähig. Ich habe mich erkundigt. Das ist bei uns zweitrangig. Und die Amerikaner sagen immer, lasst doch den Deutschen den Exportüberschuss. Hauptsache die Dividende von General Motors, von Opel und von IBM Deutschland geht an IBM Amerika. Mit anderen Worten, während die in Dividenden rechnen, rechnen wir in Export. Und deshalb haben wir so ein gutes Bild. Das machen die Japaner genauso. Deshalb steht Deutschland und Japan an der Spitze der Exportnation und am Ende des Wachstums. Da aber Wachstum die Arbeitsplätze sichert und nicht nur Export, wenn der nämlich immer mehr eine Durchlaufstation wird. Der Ökonom Werner Sinn, der jetzt gerade ein Buch herausgegeben hat zur Jahreswende, ein sehr, meiner Meinung nach, sehr gründlich durchdachtes Buch zu diesen Fragen, der spricht von einem Basarmarkt. Und sagt, ihr holt die Zulieferungsdinge rein, bastelt das Ganze zusammen, gebt das fertige Produkt raus und seid zu 80% eigentlich Händler mit dem Produkt, nicht mehr Hersteller des Produkts mit der Wertschöpfung. Und das ist schon so, denn wenn ich vor 30 Jahren bei meinem Autohändler ein Auto gekauft habe, ein Mercedes, dann war es zu 80% ein Auto aus Deutschland. Das heißt, wir Schwaben haben gesagt, was heißt hier Deutschland? Ne? Und natürlich waren wir stolz, wenn die Amerikaner das Dreifache bezahlt haben für einen Buick. Obwohl sie es nur einmal ausfahren konnten, wenn sie es selber abgeholt haben auf der Strecke von Stuttgart nach Bremerhaven. Denn in Amerika war schon damals Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn ich heute beim selben Autohändler dasselbe Auto kaufe in der Bezeichnung, dann kaufe ich ein Auto, das zu 80% aus dem Ausland stammt und nur zu 20% in Deutschland wertschöpfungsmäßig zusammengestellt ist. Das heißt, wenn wir dieses Problem nicht begreifen, dass dieser Marktplatz, auf dem übrigens nach jedem Marktplatzprinzip die Verkäufer gewinnen, und nicht die leisen Ingenieure, die da mit ihrem Modell sitzen, das sie eigentlich gar nicht verkaufen wollen, weil sie es weiterentwickeln wollen. Dann wird ein bisschen verständlich, warum beispielsweise die Amerikaner sich auf diesem Weltmarkt, übrigens auch die Chinesen, mit ihrer Orientierung zum Kunden, zu den Menschen, denen sie was verkaufen wollen, nämlich eine Lösung ihrer Probleme und nicht zuerst ein Produkt, leichter tun, wie wir Deutschen, die wir im Grunde, meine Generation, mindestens als Produktgeneration aufgewachsen ist. Noch vor 10 Jahren hätte ich bestritten, dass Finanzfragen Finanzprodukte sind. Nicht? Heute sagen die Banken, wir verkaufen ihnen Finanzprodukt. Wir haben unter Produkte Autos und Maschinen verstanden und waren darauf stolz. Warum fange ich an der Ecke an? Weil die Globalisierung nichts anderes bedeutet, dass auf diesem Marktplatz jetzt die ganze Welt in Aktion ist. Und im Grunde passiert das, was wir Freiheit nennen, in der Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, so, wie das auch bei Ihnen zu Hause passiert. Sie brauchen nur das Telefonverhalten von sich und Ihren Kindern angucken. Sie wollen telefonieren, Ihre Kinder müssen telefonieren. Da können Sie den Weg von der Produktion zur Dienstleistungsgesellschaft gehen. Nicht? Während wir immer noch an die Kosten denken, eine 19-Jährige, die einen neuen Freund hat, die macht in einem Monat eine Handyrechnung, die ist teurer, wie das Handy war. Und findet da gar nichts dabei. Und die kriegen die zweite Nummer, weil sie auch wieder telefonieren wollen. Nicht? Sagen ihre Kinder, ich beschaffe dir eine zweite Nummer, du bist zu blöd dazu, aber ich will dir helfen. Nicht? Aber greif hier nicht rum wegen dem bisschen Telefonieren. Nicht? 2 Handys, 3 Festnetze und die Welt ist normal. Nicht? Und da entdecken sie plötzlich, dass hier ein Prozess abläuft, der übrigens auch den Leuten Dinge vermittelt, die anders sind. Und zwar deshalb, weil die alte Welt spielt sich in den Dienstleistungen noch wieder. Während die Produktionswelt, die unterliegt der totalen Globalisierung. Was meine ich damit? Die Zahl der Bonner, die sich die Haare in New York schneiden lassen, wird sie immer in Grenzen halten. Obwohl der Friseur, ich habe es getestet, die Hälfte kostet in New York. Und die Friseurinnung in Bonn wird sich wenig mit der Frage der Haarschneidepraktiken der Leute in Shanghai beschäftigen. Weil die Gefahr, dass die Friseure aus Shanghai einrücken auf Zeit und hier die Märkte durcheinander bringen, relativ gering ist. Und meine Kneipe, die brauche ich in meiner Nähe, nicht? Denn selbst wenn an der polnischen Grenze der Wodka ein Viertel kostet, ist es mit dem Heimweg so schwierig. Die Folgekosten, nicht? Oder die Nebenkosten, wie wir immer das bezeichnen wollen. Und meinen Einzelhändler brauche ich da, wo ich sitze, so weit darf der nicht weg sein. Und mein Finanzberater auch. Die Zahl der Hongkonger Finanzberater, die abends in Bonn die Leute überfallen und denen erklären wollen, sie sollen ihre deutschen Finanzberater verlassen, in Hongkong sei das günstiger, wird sich auch in Grenzen halten.
Und jetzt entdecken wir plötzlich, dass überall, wo die Dienstleistungen sind, so wie beim Autohändler, der verkauft mir immer noch ein Auto, aber der sagt mir natürlich nicht, wenn ich jetzt komme und sage, das Auto funktioniert nicht, bringt es in Ordnung. Und der fängt dann an, mir zu sagen, du, weißt du, es liegt daran, wir beziehen die Kabelbäume alle aus Portugal und da war doch so ein großer Waldbrand im Sommer. Und da haben die so einen Lagerraum erwischt mit dem Waldbrand. Und da haben die aus Versehen die Kabel noch weiterverkauft. Und jetzt bist du nicht allein, es gibt tausend solche Autos. Dann werde ich die Unterhaltung abbrechen und sagen, entweder ich habe morgen ein funktionsfähiges Auto oder du hast ein Problem. Aber ich merke nicht, dass hinter dem Kauf des Autos ein völlig anderes Problem, nämlich das der arbeitszeitlichen Entwicklung von Autos auf der ganzen Welt steht. Und das hat sich total verändert. Das heißt, ich habe den Eindruck aus der Dienstleistung, es ist alles wie vorher und dabei ist alles anders. Wenn Sie sich den Spaß mal machen wollen, schnappen Sie sich mal Ihre Kinder und Enkel, die Kleineren, und gucken Sie mal an, wo die Signen her sind, also die Labels von den Kleidern, die die tragen. Dann nehmen Sie mal alles Spielzeug, das die rumtragen, und gucken Sie mal immer, wie oft Sie Made in Germany finden. Dann nehmen Sie mal alles, was Sie so benutzen im Unterhaltungselektronikbereich, und suchen Sie mal nach Made in Germany. Sie finden auch nicht mehr Made in Japan, sondern das ist jetzt alles Made in China. Das heißt, die Japaner haben dieselben Probleme wie wir. Und plötzlich stellen Sie fest, ja, ich kaufe hier ein und merke gar nicht, dass ich ein Globalist bin. Oder wir haben vor kurzem einen Test gemacht. Beim Treffen der Familie gab es Erdbeeren vor wenigen Tagen. Und dann habe ich mit meinem Sohn eine sehr sachverständige Diskussion begonnen, woher kommen die Erdbeeren? Aus Südafrika? Aus Israel? Oder etwa aus Südspanien schon? Und meine Frau hat die Diskussion unterbrochen mit der Erklärung, ihr seid es völlig egal, wo die Erdbeeren herkämen, wenn wir es jetzt nicht essen, trägt sie sie weg. Und dann hat diese Frau zugeben müssen, sie weiß nicht, woher die Erdbeeren kommen. Und hat sogar den Verdacht geäußert, der Händler wusste es auch nicht. Die hat ihn aber gar nicht gefragt. Die hat einfach die Erdbeeren genommen, weil sie schön und gut waren. Schauen Sie, dies ist ein typisches Beispiel. Wir sind Globalisten in unseren Verhaltensweisen, aber weil die Verhaltensweisen über die Dienstleistung, die wir bisher benutzt haben, läuft, natürlich über Aldi und nicht mehr über den Tante-Emma-Laden, für den wir alle einstehen, aber keiner geht hin zum Einkaufen. Das ist wie bei der Bahn, nicht? Die Leute kommen alle mit dem Auto und zu unserer Demonstration, Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs und wissen nicht, wo sie da halten sollen, weil sie noch nie da waren. Nicht? Man scheint ja seinen guten demokratischen Willen, aber entscheidend tut der Markt. Und diese Marktentscheidungen im globalen Bereich, die nehmen einfach keine Rücksicht mehr auf das, was wir national entscheiden können. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum es keine nationale Wirtschaftspolitik mehr gibt. Im traditionellen Sinne. 1936 hat John Maynard Keynes gesagt, es braucht 25 Jahre, bis sich eine Politik durchsetzt. Es war 36. Nicht? Also, im Grunde, 1961 wäre es dann soweit gewesen, da fing es auch an. Nicht? Und 1976 gab es das erste Sachverständigengutachten in Deutschland, das natürlich auch niemand gelesen hat, im Wesentlichen, das darauf hingewiesen hat, dass wir eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik machen sollen und dass Keynes vorbei ist. Da haben wir Keynes nochmal richtig angewandt, nicht? Den halben Keynes. Keynes Regel ist ganz einfach, wenn es dem Staat und der Wirtschaft schlecht geht, dann nimmt der Staat Schulden auf, pumpt das Geld in die Wirtschaft. Die Wirtschaft springt an, verdient Geld und aus den Steuern zahlt der Staat die Schulden wieder zurück. Wir haben in der Politik immer den halben Keynes gemacht in Deutschland, erste Hälfte. Beim Rückzahlen haben wir gesagt, gibt nur Ärger vor den Wahlen. Lassen wir. Können Sie heute noch an der deutschen Verschuldung ablesen. Japan hat in den letzten Jahren Keynes gemacht bis zum Umfallen ohne Erfolg. Sie können nämlich Keynes nur in einem geschlossenen Markt machen. In einem offenen Markt, wie wir ihn haben, wie wollen Sie da den Binnenmarkt ankurbeln? Das ist jetzt noch oft, was unsere Gewerkschaften sich wünschen, das mit Keynes zu machen. Aber die Keynesianer sterben aus, die finden im Augenblick nicht mal Nachfolge von Sachverständigenrat aus der Keynes-Schule. Warum sterben die aus? Weil die Praxis das widerlegt. Ich bin jeden Tag in irgendeinem Flughafen, da sehe ich immer, wie die Deutschen in die Flugzeuge steigen und die Binnenmärkte in der ganzen Welt ankurbeln. Von Mallorca bis nach Bali wird da gekurbelt. Im Einkaufen kurbeln wir die Weltmärkte überall an. Nur eine spezifisch deutsche Wirtschaftspolitik zu machen, können Sie in diesem traditionellen Sinn vergessen. Übrigens auch vieles von dem, was alle ausgraben bei Erhard. Erhard hat natürlich am Anfang nicht alles freigegeben, sondern hat die D-Mark abgewertet wie ein Weltmolang, bis wir für 1 Dollar 4,20 Mark bezahlt haben.
Aber dann waren die deutschen Autos so billig in Amerika, dass die gesagt haben, für die Qualität kauft man die. Das hat uns zum Exportweltmeister gemacht, muss man gelegentlich ein bisschen berichtigen, wenn die Leute sagen, man muss gar nichts tun, der Liberalismus löst alles von selber. Das tut er natürlich nicht. Aber wenn keine nationale Wirtschaftspolitik in diesem Sinne möglich ist, das sehen Sie ganz einfach daran, dass zurzeit beispielsweise Einflüsse auf bestimmte Entwicklungen durch politische Entscheidungen nicht beeinflussbar sind. Ich habe extra mal geguckt, als die Bayern vor kurzem da die Zweidrittelmehrheit im Landtag der Sitze gewonnen haben, hat sich der DAX nicht verbessert am nächsten Tag. Unglaublich. Nicht? Oder als die Bundesregierung einstimmig beschlossen hat, dass wir 2,8% Wachstum haben. Und die Opposition hat nicht widersprochen, ausnahmsweise. Ergebnis? Schlecht. Nicht? Es gibt politische Konferenzen, da sind die ganzen Weltmeister der Politik versammelt und die Finanzmärkte nehmen das nicht zur Kenntnis. Wenn aber der Alan Greenspan einen Journalisten einlädt, Aufwand 15 Cent, und die machen Spaziergang und Alan hustet und sagt, ich denke über die Zinsen nach, dann spielt die Finanzmärkte der ganzen Welt verrückt, nur weil der nachdenkt. Nicht? Und ganze politische Gruppen machen die Riesenentscheidungen, alle demokratisch legitimiert, und die Finanzmärkte der Welt finden das alles uninteressant. Und wenn wir morgen beschließen, wir koppeln den DAX jetzt einfach vom Dow Jones ab, das ist ja unser Recht, weiß ich nicht, was passiert. Ich vermute wieder nichts. Nicht? So wie die Leute jetzt verzweifelt sagen, was machen wir denn, jetzt ist der Euro bei 1,28 heute. Ich will kein Prophet sein, aber es geht noch ein bisschen weiter. Und die Leute sagen, ja, was soll man jetzt machen? Wir müssen was tun. Was wollen sie machen? Irgendwann sagen die Leute, die Amerikaner haben jetzt so viel Auslandsschulden, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Und irgendwann sagt dann einer, ist nicht so schlimm, dann geht es auch wieder in Ordnung. Aber ganz bestimmt nicht, wenn ein Politiker dich jetzt aufruft, den Euro zu senken. An den Beispielen sehen Sie, dass da Märkte nach ihren eigenen Mechanismen arbeiten, und das ist eigentlich die Globalisierung. Jetzt kriegen die Leute Angst und sagen, wir sind gegen die Globalisierung. Das ist eine gute Idee, aber die Globalisierung interessiert es nicht. Die hat nämlich ähnlich wie der europäische Außenminister keine Telefonnummer. Nicht? Da nimmt keiner die Beschwerden entgegen. Es ist aber auch zu vermuten, dass diese Globalisierung so weiterläuft und dass die Auseinandersetzung über die Globalisierung als politische Auseinandersetzung eine sinnlose Veranstaltung ist in einer großen freien Welt. Manchmal habe ich sogar den Verdacht, die Politiker setzen sich mehr mit der Globalisierung deshalb auseinander, weil sie dann von den Dingen ablenken können, die sie als Folge der Globalisierung leisten müssen. Was kann die Politik leisten, was muss sie leisten? Und damit kommen wir zu der Analyse, was ist in Deutschland zu machen. Erstens, wenn die Globalisierung so weitergeht und spricht nichts dagegen, dann wird die ganze Welt über kurz oder lang einen Binnenmarkt. Und Sie können jetzt schon beobachten, dass viele Dinge, die wir politisch diskutieren, zum Beispiel die Osterweiterung, im ökonomischen Teil weitgehend abgeschlossen ist. Vor kurzem habe ich gehört, wie der ungarische Wirtschaftsminister sich bedankt hat für die deutsche Hilfe bei der Beseitigung der Arbeitslosigkeit in Westungarn. Zwischen Wien und Budapest steht eine Autozulieferindustrie von Deutschen investiert, die ist so unglaublich gut und so unglaublich produktiv, dass die uns noch viel Kummer machen wird. Aber wieso sollen sich die Unternehmer darüber aufregen, wenn sie das Produkt aus Ungarn kriegen? Mit der Hälfte Lohnanteil wie aus Deutschland. Aber wieso sollen wir jetzt die verurteilen als vaterlandslose Gesellen, wenn wir die EU aufmachen für die Ungarn oder wenn wir sie zulassen und eine freie Wirtschaft haben, dann kriegen die Ungarn die Arbeitsplätze. Insoweit weiß ich gar nicht, warum wir so Angst vor der Zuwanderung haben. Ich weiß nicht, warum die Ungarn zu uns kommen sollen, wenn dort die Arbeitsplätze entstehen. Und dort können sie mit ihrem Lohn einen guten Arbeitsplatz kriegen und der ist dann immer noch in der Produktion und in den Lohnstückkosten wesentlich günstiger wie der Arbeitsplatz in Deutschland. Deshalb befürchte ich nicht, außer in den Grenzgebieten, dass es große Probleme gibt mit Einwanderung. Obwohl wir sogar ein bisschen was von jungen Leuten davon vertragen könnten in Deutschland. Aber ich glaube nicht, dass wir uns jetzt eine Riesendiskussion anfangen müssen über die Einwanderungsproblematik, sondern wir müssen eine Riesendiskussion beginnen, dass ob mit oder ohne Erweiterung der EU die Arbeitsplätze abmarschieren. Und zwar auch in die Länder wie Rumänien, die zum Beispiel gar nicht jetzt im Aufnahmekatalog für nächstes Jahr sind. Und vor kurzem hat mir ein ungarischer Fachmann gesagt, als ich gesagt habe, was macht ihr denn jetzt mit euren Straßen und jetzt habt ihr ja Westungarn in Ordnung. Dann haben die gesagt, jetzt bauen wir ganz schnell die Autobahn nach Kiew, damit ihr Deutschen in Ostungarn weitermachen könnt. Denn ihr geht als nächstes von Ungarn nach der Ukraine.
Und ich weiß nicht, ob das so eine falsche Theorie ist. Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen. Wenn Volkswagen in Wolfsburg zu 26 Euro pro Stunde einschließlich aller Nebenkosten produziert und gleichzeitig in Barcelona bei Seat der gleiche Konzern für 13 Euro produziert und in Tschechien und der Slowakei für 4 Euro die Stunde produziert und jetzt entschieden hat, dass ihm die Löhne mit rund 2 Euro in Shanghai zu hoch seien und er deshalb seine nächste Fabrik in Nordchina baut, wo er noch unter 1 Euro kommt, dann können Sie doch erwarten, bis die großen Schiffe mit den großen deutschen Autos nach China kommen und dort für die reichen Chinesen die Autos bringen, aber die kommen nicht leer zurück. Die haben lauter klitzekleine, süße Autos für 6.000 Euro im Schiff. Und unsere Kinder und Enkel werden dafür sorgen, dass es für die einen Riesenmarkt gibt. Das ist dann Smart Chinese. Diese Sache können Sie nicht aufhalten. Und wenn das passiert, und jetzt können Sie das machen, wie Sie wollen, dann müssen Sie fragen, plötzlich ist Wirtschaftspolitik und Sie brauchen nur die Zeitung lesen und Sie finden das bestätigt, nur noch Standortpolitik. Wir diskutieren nur noch Standorte in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Und jeder überlegt, wie komme ich zum besten Standort. Und jeder Ministerpräsident, ich erinnere mich noch 1982, wie die mich in Baden-Württemberg ausgelacht haben, als ich damals das Thema Forschungsstandort Baden-Württemberg forciert habe und gesagt, wir stecken unser ganzes Geld in die Qualifizierung von Fachhochschulen, in Berufsakademien und in Forschungseinrichtungen. Wir wollen die meisten Fraunhofer-Institute Deutschlands haben, die haben wir dann auch gehabt. Das war unsere Stärke. Da haben meine Kollegen doch gesagt, ja, Ministerpräsident, der frisst Chips zum Frühstück, das kann nichts Gutes werden, wo bleibt da die Kultur? Nicht? Jetzt, wo Sie Ihre Haushalte streichen, streichen Sie alle bei der Kultur, was wollen Sie machen? Das heißt, wenn meine Einnahmen nicht stimmen, dann muss ich so lange Ausgaben streichen, bis der Konkursverwalter kommt. Und damit haben wir das deutsche Dilemma beschrieben. Das deutsche Dilemma ist, dass wir eigentlich in den Zukunftstechnologien überall verloren haben. Ich will es mal ganz grobschlächtig sagen, jetzt rächt sich die 68er-Konfusion. Die rächt sich jetzt. Denn jetzt stellen wir fest, dass wir damals entschieden haben, die Zahl der Schiedsrichter bedingungslos zu erhöhen wegen des Ziels der Gerechtigkeit und die Zahl der Stürmer zu vernachlässigen. Deshalb haben wir heute so Ideen, dass wir mit der Eurocard, mit der Green Card bereits die Stürmer einfliegen lassen, damit wir Schiedsrichter auslasten können. Wir entdecken jetzt plötzlich, dass wir die Forschung vernachlässigt haben und damit letztlich die Dynamik, aus der heraus wir Produkte und Entwicklungen leisten, die nur wir können. Autos können bald alle, Maschinen können bald alle. Und da die Globalisierung eben ein Kind der Kommunikation ist, können wir davon ausgehen, dass diese Transparenz von Zeichnungen, von Patenten, von Lizenzen, von Informationen im Zeitalter des Internet und des Chats so schnell geht, dass Sie auf der ganzen Welt ganz schnell kopieren können. Und Sie werden in wenigen Jahren von allen aufkommenden Ländern Autos bekommen und Maschinen bekommen. Da haben wir immer gedacht, es geht 20, 30 Jahre, bis Sie unseren Technologiefortschritt einholen. Sie müssen mal gucken, wie schnell wir den bringen, damit wir wenigstens auch die Ingenieurleistungen verkaufen können. Sie müssen mal gucken, wie wir drängen, dass die Chinesen den Transrapid bauen. Wir trauen uns ja nicht, also wollen wir wenigstens unsere Ingenieurleistungen an den Chinesen verkaufen. Nicht? Deshalb müssen wir auch die Zollgeschichte bald in Ordnung bringen, weil sonst auch die Chinesen zweifeln, ob wir wirklich noch gute Ingenieure haben. Wenn Sie jetzt das ein bisschen weiterspinnen, dann müssen wir eigentlich sagen, wenn auf dem Marktplatz der Wettbewerb stattfindet, dann bleibt zwar die Dienstleistungsbranche weitgehend unter sich. Ich will jetzt für Fachleute sagen, es gibt Ausnahmen, sonst jetzt müssen wir über die Tickets der Lufthansa und ihre Abrechnung in Bangalore in Indien reden. Aber lassen wir das mal einen Moment weg, weil wir sonst das zu kompliziert sehen. Wenn wir darüber reden, wo wird in der Zukunft produziert und entwickelt, dann heißt es an dem Standort, der die besten Bedingungen bietet. Und es gibt eine ganz interessante Entwicklung, die wir nicht übersehen dürfen. Es gibt viele Leute, die sich fragen, warum gerade bei der jetzigen Regierung die Körperschaftssteuersätze so abgesenkt wurden. Viel stärker wie die mittelständische Besteuerung. Und ich will das jetzt gar nicht bösartig politisch bewerten. Das ist nicht gegen den Mittelstand gerichtet, sondern es gibt ein ganz einfaches Spiel. Bei der Körperschaftssteuer erzwingen die großen Konzerne die Absenkung oder sie gehen woanders hin. Und ich sage Ihnen, ich will mal ein virtuelles Thema, ein virtuelles Bild geben. Sie dürfen nie sagen, ich hätte gesagt, es sei so, aber ich gebe mal ein virtuelles Traumbild. Wenn morgen die Amerikaner sagen, wir bauen ein neues Auto in Europa
Und jetzt haben wir so oft Technik aus Deutschland, Daimler-Chrysler zum Beispiel, übernommen nach Amerika. Jetzt machen wir mal das umgekehrt. Wir suchen ein Auto, das wir für den europäischen Markt bauen können. Dann machen die eine Marktstudie, dann kommen sie ganz bestimmt auf ein ganz einfaches Auto, nämlich auf ein Pickup. Sie kennen Amerika, diese, jeder muss amerikanische Filme sehen, ob er will oder nicht, und da ist das Auto, das in jedem Film vorkommt, ist so ein Pickup, offene Ladefläche, kleines Führerhaus, ist der Mittelstandswagen in Amerika. Gibt es in Deutschland nicht, da macht man eine Plane drüber. Geht der Nachbar nichts an, dass man da auf seinem Auto befördert. Und jetzt sagen die Amerikaner, unsere Studie zeigt, das ist ein virtuelles Beispiel, nochmal, zeigt, die jungen Europäer sind auch ganz locker, die kaufen künftig auch Pickups. Jetzt gehen die nicht nach Bonn und sagen, bei euch gibt es doch noch ein bisschen Platz, können wir da bei euch eine Autofabrik bauen? Für Europa. Sondern die füttern einfach einen Computer mit der Frage, wo ist der beste Standort für unsere Autofabrik in Europa? Einfach einen Computer. Dem stellen die Frage und dann füttern die den mit einem Programm. Da geben die alles ein, was ihnen einfällt. Die Plattformstrategie des Konzerns. Können wir etwa gleiche Plattformen irgendwo machen? Da geben sie ein die technischen Entwicklungen. Dann geben sie ein die Infrastruktur. Dann geben sie ein, wo ist die kaufkräftige Nachfrage? Wo ist unser Händlernetz? Wer verkauft die Autos? Wie läuft es mit der Reparatur? Also alles die typischen Autofragen. Und dann fangen sie an einzugeben, was kosten die Leute? Was kostet die Investition? Wie qualifiziert sind die Leute? Wo ist der Break, wo wir mit viel Geld durch Technologie von Robotern und Computern Menschen gleich zu Beginn ersetzen müssen, weil wir sonst in die Kostenschere reinkommen? Was ist da der Vergleich zum Beispiel zwischen einem Standort in Polen und Portugal zum Beispiel? Das geben die alles ganz sachgerecht ein. Wie stabil ist die Regierung? Geben sie für Deutschland bis zu 16 Jahre ein nach den letzten Erfahrungen, für Italien bis zu 16 Monate nach dem Durchschnitt der Nachkriegszeit. Und dann geben sie ein, wie viel Steuern, wie viel Sozialabgaben. Und dann spuckt der Computer aus, ich würde heute vermuten, Dublin oder Barcelona. Und dann beginnt die Frechheit. Dann schicken wir in 250 Städte, die sie gecheckt haben, einen Brief und sagen, wir machen da ein ganz großes Spiel, wer will 3000 Arbeitsplätze? Und da ich vermute, dass sie zu denen gehören, die sie haben wollen, muss ich ihnen leider mitteilen, sie liegen nicht gut. Dublin und Barcelona haben je 300 Punkte, sie haben in Bonn nur 240. Aber das lässt sich ändern. Jauch ist nicht ihr Schicksal. Sie können jetzt einen Fragebogen ausfüllen und selber testen, ob Sie in den letzten 10 kommen, dann kommen Sie in die Endausscheidung. Also erste Frage, schenken Sie uns das Grundstück, 8 Punkte extra. Zweite Frage, wie hoch können Sie die Körperschaftssteuer senken? Bis zu 20 Punkte für 40 Punkte Senkung. Dritte Frage, bringen Sie Ihre Gewerkschaften dazu, dass wir an 24 Stunden an 7 Tagen produzieren können, 46 Punkte, wegen der Abschreibung. Nächste Frage, zahlen Sie die ganze Fabrik? 2 Milliarden Dollar, 64 Punkte. Und dann warten die ab, wer sich bewirbt. Und ich sage Ihnen, wir kriegen mehr Steuerharmonisierung und Abgabengleichheit in Europa durch den Druck des Wettbewerbs der Großinvestoren als durch den politischen Willen aller Parteien. Wenn dieses passiert, dann entscheidet sich trotzdem am Schluss bei den großen Investitionen, und nun ist das Komische, dass die Mittelständler überall hin müssen, wo die Großen hingehen. Sie können das bei der Autoindustrie verfolgen, wenn ein Konzern an Land geht, dann muss der Mittelständler mit, sonst ist er weg vom Fenster. Und der Mittelständler muss gucken, wo ist der andere Konzern. Und deshalb können Sie auch gar nicht verhindern, dass wenn die Großen in andere Länder gehen, dass viele Kleine mitgehen. Und dort, wo die Konzernsitze sind, haben Sie zwar noch den Vorteil, dass dort die Anwälte und die Werbeberater und alle möglichen beschäftigt werden, aber im Grunde haben Sie einfach eine Strukturentwicklung, weil Dienstleistungen, vor allem hochwertschöpfende Dienstleistungen, wieder überall dort sind, wo die Produktion sie braucht. Und der andere Verankerungspunkt ist die Wissenschaft. Die Leute müssen dorthin, wo eine hochqualitative Wissenschaft ist, wo Forschung ist, wo die jungen Brains entstehen und wo man die neuen Produkte und intelligenten Lösungen auch des Dienstleistungssektors entwickelt. Das sind die zwei Ankerpunkte. Und jetzt passiert wieder was Einfaches. Wenn wir unsere Kosten betrachten, dann stellen wir fest, dass wir an der Spitze mit ganz wenigen zusammen an der Spitze der internationalen Lohnkosten entstehen. Da brauche ich politisch nichts glauben, das kann ich alles rechnen.
Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir mal nicht glauben, es sei so, sondern dass wir rechnen, wie es ist. Und da gibt es nachgewiesene Statistiken, Deutschland liegt an der Spitze der Löhne und es wird sich nicht ändern. Erstens, weil ich glaube, dass es nicht gut wäre, wenn wir unsere ganze Politik auf die Absenkung von Lohnkosten nur setzen würden. Denn davon nicht mehr auch Kaufkraft. Aber wenn wir die Lohnkosten nicht senken wollen, muss uns was anderes einfallen. Und das könnte sein, dass wir entweder mehr arbeiten und dadurch die Lohnkosten senken für das gleiche Geld, könnte eine Lösung sein. Oder wenn wir das auch nicht wollen, dann müssen wir einfach so tolle Produkte herstellen, die außer uns niemand kann, dann kriegen wir auch wieder die hohen Löhne. Aber wer die hohen Löhne will und nicht die neuen Produkte hat, der geht mit Sicherheit in die Krise. Und das sind wir mittendrin. Für das, was wir leisten an qualitativen Produkten für die internationalen Märkte und an hoher Wertschöpfung, sind unsere Löhne zu hoch. Das gilt natürlich nur im Schnitt. Das ist wie bei Ost und West, wo wir sagen, ihr habt 70% der Produktivität im Osten, wieso wollt ihr 100% der Löhne? Die in Optik hat nachweislich 104% im Benchmark mit ihren westdeutschen Betrieben. Ich habe ja mehr Beschäftigte inzwischen in Westdeutschland als in Ostdeutschland. Aber meine ostdeutschen Betriebe haben ein besseres, in diesem im Jahr 2003 ein besseres Benchmark als die westdeutschen. Aber wenn die Hälfte der ostdeutschen Betriebe über 100 hat und der Schnitt ist 70, dann können Sie sich vorstellen, was passiert mit denen, die unter 50 liegen. Da brauchen Sie keine Industrieansiedlung mehr betreiben. Die gehen dann gleich nach Polen oder nach Tschechien. Das ist unser ganzes Dilemma in der Ost-West-Situation. Ich will das gar nicht vertiefen, weil das zu viel Zeit beansprucht. Aber nur an dem Beispiel das zu zeigen. Also bleiben wir dabei. Wir bleiben ein Hochlohnland und das wird kritisch. Zweitens, in der Frage der Sozialleistung und der Lohnnebenkosten liegen wir mit so weitem Abstand überall, dass inzwischen jeder fragt, wie wollt ihr das bezahlen? Und wenn Sie dazu noch die deutsche Alterskurve nehmen, dann muss einer schon wirklich bescheuert sein, wenn er nicht begreift, dass wenn wir so weitermachen, dass wir die Kiste an die Wand fahren. Und bei den Lohnnebenkosten haben wir ein ganz einfaches Problem. Und zwar ein sehr unpolitisches. Wir haben jahrelang verdrängt, dass die deutschen Lohnnebenkosten einer Formel folgen, die nicht mehr stimmt. Das gilt vor allem für die Renten. Also es gibt nichts Einfaches wie die deutsche Rentenversicherung. In der Kasse ist nichts drin. Darüber gibt es Übereinstimmung inzwischen. Der Streit geht nur ob 10 Tage Reserve oder 30 Tage. Das ist nicht der entscheidende Betrag. Sondern die deutsche Rentenversicherung ist aufgebaut auf einem System ohne Rücklagen und ohne Kapital und geht immer davon aus, dass wir eine Produktionsgesellschaft sind, wo die Deutschen an die Spitze marschieren, Wachstumsraten haben zwischen 2% und 3% und bescheidenerweise 8 Jahre weniger leben wie jetzt. Und daran hält sich keiner. Verstehe ich. Je älter ich werde, desto sympathischer wird mir die Lebensverlängerung. Nur, dass irgendeiner glauben könnte, man könnte ein Rentensystem zahlungsfähig halten, bei dem 8 Rentnerjahrgänge zu viel da sind, bezogen auf die Kalkulation. Das muss schon ein mutiger Mensch sein. Und jetzt kommt die Frage, was ist denn zu tun? Wir könnten jetzt ganz schnell die Beiträge erhöhen. Können wir nicht. Sind schon an der Obergrenze. Aber wir können die Zahl der Beitragszahler erhöhen. Können wir nicht, indem wir da noch ein paar Reiche einfangen, die dann später noch höhere Ansprüche stellen. Was wir machen könnten, ist die Zahl der Geburten gewaltig erhöhen. Das wird noch unser nächstes Problem. Die Deutschen sind Weltmeister in der Verweigerung von Geburten. Und das Ergebnis ist, die nächsten 20 Jahre stehen fest. Da brauchen Sie gar nichts mehr überlegen. Denn wer, selbst wenn alle jungen Deutschen jetzt begeistert ins Werk gingen, um das in Ordnung zu bringen, bis die geplant, gezeugt und aufgezogen sind, sind 20 Jahre vorbei. Und die nächsten 20 Jahre wissen wir also, dass diese Beitragszahler nicht da sind. Und jetzt kommt das zweite Problem. Die Kalkulation beruht darauf, dass etwa 80% der jungen Leute in die Lehre gehen mit 16 oder 14. Die kommen heute mit 28 von der Universität, wenn sie dort bis zum Vorruhestand nicht bleiben dürfen. Und wenn Sie jetzt noch dazu nehmen, dass wir alle eine fürchterliche Diskussion über die Frage 67 führen in 10 Jahren, ist das angekündigt. In 10 Jahren sollen die Leute bis 67 arbeiten. Also ich habe jetzt 66 hinter mir im November, ich mache jetzt noch ein Jahr, ich will mal sehen, ob das auszahlen ist mit den 67. Ich will es einfach wissen. Bis jetzt geht mir es gut.
Aber während wir die Frage diskutieren, ob wir in 10 Jahren die Leute zwingen müssen, bis 67 zu bleiben, weil sie eben ein 10 Jahre größeres Lebensalter auch aufteilen müssen zwischen Arbeit und Freizeit, regen wir uns nicht darüber auf, dass wir inzwischen von 65 bei 58 oder 59 Ausscheidenszeitpunkt sind. Jetzt erzählen Sie doch mal, und jetzt kommt die wachsenden Lebensalter noch weiter, weil jetzt kommen ja immer neue Entdeckungen, wie man das Leben länger und schöner macht. Und jetzt erzählen Sie mir doch mal, wie die Rentenversicherung funktionieren soll, bei der auf der Ausgabenseite die dynamischen Wachstumsraten sind aus der Alterspyramide und den Möglichkeiten, auf der Einnahmeseite die sinkenden Geburtenzahlen und die Unterbeschäftigung und dann noch die Arbeitslosenzahl, die keine Beiträge bringt, und dann sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt wollen wir mal sehen, was die Politiker können. Die können das Ding nur zusammenzählen und verdrängen. Und das haben sie jetzt lange nur gemacht. Und jetzt haben inzwischen fast alle Leute begriffen, dass das nicht so bleibt. Das heißt doch nicht, dass wir den Rentnern von heute die Renten in Frage stellen müssen. Aber das heißt, dass wir entweder gewaltige Wachstumsraten brauchen, und wenn wir die nicht hinkriegen, gibt es ein Verteilungsproblem. Und wenn Sie nur entscheiden können, wem Sie es wegnehmen und wem Sie es geben, von immer weniger werdendem Kuchen, dann werden Sie in Deutschland Sozialkonflikte haben, dass wir uns wundern werden. Und deshalb steht zunächst mal eines fest: Wir werden keine senkenden Verursachungskosten bei der Rente bekommen. Also wenn wir jetzt von Beiträgen reden und von Renten, dann können wir nur davon reden, dass wir mit dieser berühmten demografischen Kurve, ist ja ein unglaublich schönes Wort für eine böse Sache, nicht? Demografische Kurve heißt einfach, wenn mehr Alte da sind und weniger Beitragszahler, dann ist der Kuchen, der an die Alten verteilt werden kann, etwas geringer. Und da kann sich keiner davor schützen, auch die Beamten nicht, weil das ist der nächste Posten, der nicht gedeckt ist. Das ist nun mal so. Jetzt kann man das aber niederhalten, einfach dadurch, dass man dem Steuerzahler sagt, du musst mehr Steuern bezahlen, damit wir höhere Zuschüsse an die Rentenversicherung geben können. Das ist jetzt der Fall, dass sie einen Teil ihrer Rentenbeiträge an der Tankstelle bezahlen können. Über die Ökosteuer. Bei der CDU war es direkt die Mineralölsteuer. Also ich will da keine so allzu großen Unterschiede machen. Aber es war weniger kompliziert. Man konnte es am Liter messen, nicht? Und wenn der alte Satz gilt, wer viel zahlt, kriegt viel Rente, dann müssen sie alle am Wochenende auf der Autobahn, nicht? Haben wir wieder ein neues Problem mit dem Ausstoß. Und, nicht? Aber bloß, um diesen Karlauer mal, an dem Karlauer zu zeigen, was wir diskutieren immer von der Senkung der Lohnnebenkosten, aber eigentlich diskutieren wir nur davon, wie viel von dem Defizit auf die Steuerzahler verlagert wird. Aber eines steht fest, die deutsche Volkswirtschaft muss erwarten und die deutsche Wirtschaft muss erwarten, dass sie neben den hohen Löhnen bei dieser Altersstruktur hohe Nebenkosten behalten wird. Egal, ob sie es als Steuerzahler bezahlt oder ob sie es als Rentenarbeitgeberbeiträge bezahlt. Und was ganz Ähnliches ist bei der Gesundheitspolitik. Ich halte es einfach für unglaublich, dass es Leute gibt, die tatsächlich sagen, wir müssen die Gesundheitskosten senken. Ich bin leidenschaftlicher Anhänger von Privatisierung, Umorganisation, all solchen Dingen, die finde ich alle ganz toll. Da habe ich mein Leben lang mit beschäftigt. Aber dass man im Kern sagt, eine alternde Gesellschaft hat niedere Gesundheitskosten wie eine junge, ist eine völlig neue Entdeckung und durch nichts belegt. Jede Statistik zeigt, dass die Zahl der 80-Jährigen im Krankenhaus häufigere Tageszahlen ergibt wie die der 18-Jährigen. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich Ihnen was ganz Spannendes Neues gesagt habe. Ist auch wahrscheinlich. Und jetzt machen wir in ganz Deutschland überall Biotechnologieregionen. Weil wir entdeckt haben, die große Welle, die nach der Informationstechnik kommt, ist die Biotechnologie. Und dort entdecken wir, dass es eine Menge von Entdeckungen in der Medizin gibt, in der Gentechnik und Biotechnik, mit der wir das Leben länger und schöner machen können. Und die jungen Unternehmer, die dort die wertvollen Arbeitsplätze schaffen, die haben nichts anderes im Sinn, wie dauernd Medikamente und Erfahrungen zu gewinnen, mit denen das Leben länger und schöner ist. Und je älter ich werde, je begeisterter bin ich von dieser Idee. Nur, können Sie mir erklären, was wir machen, wenn die erfolgreich sind? Das wird ja entsetzlich. Denn es gibt eine ziemlich sichere Statistik, dass die neuesten, modernsten Medizinen am teuersten sind. Liegt auch wieder nahe, weil sie so forschungsintensiv sind. Und jetzt stehen wir hin und sagen, aber die Gesundheitskosten müssen sinken. Wir werden eine Explosion von Gesundheitskosten bekommen. Und die letzten Meldungen bestätigen mich insoweit, dass alle Krankenkassen, die senken wollen, die Beiträge erhöht haben. Die meisten wenigstens. Mit anderen Worten, sobald die zusammenzählen, kommt was anderes raus, wie politisch gewollt ist.
Das ist wie beim Haushaltsausgleich. Nicht? Aber man kann Adam Riese nicht überlisten. Also haben wir uns darauf einstellen müssen, dass wir eine Gesellschaft werden, die wahrscheinlich etwas weniger Mallorca und etwas mehr Gesundheitskosten aufwendet. Das bringt uns doch aber alles nicht um. Nur wir müssen es mal erkennen und müssen sagen, es geht nicht, wenn die Leute glauben. Wir müssten nur guten Willen sein und da ein paar Euro abstappen und dort, und dann würde die Gesundheitspolitik sich ordnen. Die ordnet sich nicht. Definitiv nicht. Sie brauchen Formen, wo wir Mindestgarantien abgeben, aber sie müssen gleichzeitig den Leuten die Möglichkeit geben, Zusatzversicherungen abschließen, wo sie es wollen. Denn das Erste, was wir tun können, ist, alle die, die es sich leisten können, Zusatzversicherungen abschließen zu lassen, damit der Markt insgesamt entlastet wird. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Leute, die überhaupt kein Geld haben, plötzlich Zusatzversicherungen abschließen. Und wenn Sie mal gucken, dass wir jetzt inzwischen bei 340 Milliarden, glaube ich, Schwarzarbeitsergebnisse in Deutschland, dann gibt es Spielräume. Nur, wenn wir immer alles dieses verdrängen, kommen wir doch mit der Problemlösung nicht weiter. Und die Problemlösung kann nicht heißen, wir behaupten, die Gesundheitskosten sinken, während sie explodieren. Das können Sie nur bewältigen, indem Sie den Leuten die Gesundheitsvorsorge nicht allen geben. Sehr problematisches Thema. Und ich bin nicht dafür, dass man es unbedingt so löst. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, was das kostet. Und dass, wenn wir kein großes Wachstum haben, wir Geld irgendwie umverteilen müssen, wenn wir das der Gesundheit lösen wollen. Und ganz sicher geht es nicht so, dass wir kollektiv dieses alles in einer Versicherung so lösen, dass das für alle einfach ein gleicher Betrag ist. Ich bin schon dafür, dass wir die Gesundheitskosten bei der Einzahlung harmonisieren. Da kann man jetzt drüber streiten, berühmtes Modell CSU und CDU. Das ist ein Streit, den können Sie beenden. Die entscheidende Frage ist nur, wollen Sie den Lastenausgleich im Sozialbereich bei den Steuern und nur bei den Steuern, dann müssen Sie negative Einkommensteuer entwickeln, oder wollen Sie den auf allen Gebieten? Manchmal neige ich auch zu dem Steuermodell und mit der negativen Einkommensteuer, weil ich die Sorge habe, bis wir immer alles verteilt haben. Wenn ich mir heute die Verwaltungskosten der Ortskrankenkassen nehme und all dieser Strukturen, dann würde ich mir viel mehr Wettbewerb wünschen. Das Einzige, was Sie beim Gesundheitswesen verändern können, ist Wettbewerb der Kassen. Oder was Sie machen können, ist Wettbewerb der Kassen. Und da würden Sie schon Ergebnisse erzielen. Wenn Sie zum Beispiel morgen den Leuten das Geld geben und die Garantie für die unterste Versicherungsebene und lassen die Leute sich selber versichern, da würden Sie sich wundern, was die für Versicherungen abschließen. Ich bin sicher, dass zum Beispiel sofort ein Raucherzuschlag käme. Den können die Polier sich nicht leisten, weil sie auch von den Rauchern, die immer noch so zahlreich sind, gewählt werden wollen. Der Vorstandsvorsitzende irgendeiner Versicherung, dem ist völlig egal, wer gewählt wird, er steht nicht zur Wahl. Wahrscheinlich wird, ob die jetzt einen Raucherzuschlag einführen, weiß ich nicht. Vielleicht würden sie nach genauer Kalkulation einen Raucher abschlagen. Könnte ja sein, dass es billiger ist, die rauchen, aus der Sicht der Versicherung. Das ist ja keine moralische Kategorie. Aber sie würden das in Bewegung bringen. Und wenn sie den Leuten die Lohnfortzahlungsgelder geben und sagen, mach du das mit deiner Kasse aus, ob du eine Vollkaskoversicherung willst oder nicht. Natürlich können Sie den Schwerkranken nicht nach 6 Wochen die Leistungen streichen, aber Sie können zum Beispiel sagen, die Grippe von den ersten 3 Tagen geht auf dein eigenes Risiko. Dafür hat er 100 Euro mehr oder 50 Euro mehr in der Tasche. Machen Sie mal in meiner schwäbischen Heimat einen Modellversuch. Ich kenne keinen Schwaben, der nicht für 50 Euro jede Grippe riskiert. Mit anderen Worten, alles das können wir machen. Aber im Kern haben wir eine ganz gefährliche Situation in Deutschland, nämlich die, dass unsere Löhne nicht leicht veränderbar sind. Dass unsere Sozialversicherungssysteme, die die Lohnnebenkosten ausmachen, in einer Dynamik wachsen aus der Alterungskurve, die wir überhaupt keine Erfahrungen haben in Deutschland. Es gab bisher überhaupt keine Nation, die so geschrumpft ist wie die Deutschen in den letzten Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren. So, das sind die Fakten. Und wenn wir das haben, dann können wir eigentlich nur noch eines machen. Entweder wir sparen Geld irgendwo, oder wir verdienen mehr Geld als Volkswirtschaft, damit wir die Verteilungsspielräume haben, um das zu sichern. Das sind die eigentlichen Auswege, die wir haben. Ich sage das deshalb so nachhaltig und ausführlich, weil das der Ansatz sein muss für die Lösung. Und wenn Sie einmal schauen, was der reale Ansatz unserer produzierenden Industrie zum Beispiel ist, mit der Folge der hohen Arbeitslosigkeit, dass die Industrie nichts anderes machen kann, wie mit immer weniger Leuten mehr zu produzieren.
Die deutsche Autoindustrie ist wieder erfolgreich. Lopez lässt grüßen. Erinnern Sie sich noch an die Diskussion, als Lopez anfing bei VW zu sagen, wir müssen 20% billiger werden? Da hat jeder gesagt, er ist verrückt geworden. Heute produziert die deutsche Autoindustrie nach 5 Jahren 20% mehr Autos mit 20% weniger Leuten. Und jetzt übt sie, wie sie mit 40% weniger Leuten 40% mehr Autos produzieren kann. Was soll sie machen? Das heißt, entweder sie rationalisiert und dann kann sie mit den Dingen leben. Wenn Sie heute ein Siemens-Handy nehmen, haben Sie noch einen Arbeitskostenanteil von unter 4% an dem Handy. Alles andere ist automatisiert. Dann lehne ich mich lächelnd zurück, wenn eine Forderung auf 4% Lohnerhöhung kommt, das erhöht meinen Preis um 0,016%. Wenn ich aber Mittelständler bin und sitze als Zulieferer da und habe 40% Lohnanteil, dann schmeißt mich die Sache um. Und das ist das Problem, das wir auf dem Arbeitsmarkt kriegen. Und die Hoffnung, wir nehmen die frei werdenden Leute einfach vom Markt, die ging schief. Denn ein großer Teil neben der deutschen Wiedervereinigung, die natürlich gewaltig dazu beigetragen hat, ist das Verhältnis von Empfängern und Leistern total verändert hat. Wer die Wiedervereinigung wollte, musste es wissen. Es gab auch ein paar Leute, zu denen ich mich zähle, die damals schon gesagt haben, wenn er die Steuern jetzt nicht gleich erhöht, kriegt er ein Riesenproblem. Damals haben wir das Ding mit der Portokasse erledigen wollen, ist ein bisschen schwierig geworden. Aber weil es keine Portokassen mehr gibt, die Leute machen das heute alle elektronisch in beiden Bereichen. Aber das Grundproblem, das wir haben, ist einfach darüber nachzudenken, dass wir diesen Kostenfaktor in der Produktion durch Produktivitätssteigerungen zulasten des Arbeitsmarkts bringen. Weil das Volumen, mit dem unsere Leistung wächst, nicht mehr im Verhältnis steht zu den Rationalisierungserfolgen in der Produktion. Die Amerikaner machen ihre großen Vorsprünge im Wachstum übrigens nicht in der Produktion. Das ist nur der deutsche Glaube. Und es ist in der Produktion viel schwieriger, die Wertschöpfung zu erhöhen, wie im Handel und bei der Dienstleistung und in den Finanzmärkten. Und wenn Sie gucken, warum unsere Finanzmärkte so in Unordnung sind, hängt es damit zusammen, dass wir jetzt erst langsam entdecken, dass im Verhältnis zu dem Volumen, das wir produzieren und volkswirtschaftlich leisten, unsere Finanz- und Bankmärkte völlig unterentwickelt sind und viel zu geringe Weltmarktanteile haben. Brauchen Sie nur London, Frankreich und Frankfurt vergleichen, dann sehen Sie, dass wir eigentlich noch zu sehr für diese hohen Kostenniveaus eine Produktionsnation sind. Und die Arbeitslosigkeit hängt natürlich auch damit zusammen, vor allem die langfristige Arbeitslosigkeit der Älteren, dass in der Produktionsgesellschaft sie den älteren Menschen helfen konnten, weil der die Muskelkraft nicht mehr hatte in der Produktion, den hat man zur Organisation eingesetzt. Das war der Werkmeister im Betrieb. Der hat nämlich gewissermaßen seine Muskelkraft durch Lebenserfahrung ausgetauscht und hat einen großen sozialen Standard gehabt, weil man gesagt hat, der weiß, wie man organisatorisch mit Problemen fertig wird. Der hat die Lebenserfahrung. Was machen Sie mit der Lebenserfahrung im Informationszeitalter? Machen Sie mal mit Ihren Kindern zu Hause 20 Minuten Videospiele. Kriegen Sie abschließende Übersicht über den Wert Ihrer Lebenserfahrung im Informationszeitalter. Meine Enkel sagen immer, Opa, wir kommen, dann erklären das am Sonntag nochmal. Aber jetzt wird's geil, jetzt muss er weg. Oma wird schon gar nicht mehr eingeladen zum Spiel. Schauen Sie, an diesen Dingen können Sie erkennen, dass wir da ein Riesenproblem haben, das tief in die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen hineingeht. Weil natürlich der Opa, der früher mit dem Werkzeugkasten gekommen ist, in den Haushalt, das war der Liebling der Familie. Heute muss der Opa warten, bis ihm der Enkel das Videogerät einstellt. Das geht viel, viel tiefer als nur ökonomisch. Aber zurück zur Kernfrage. Unser Ausweg Produktivität wird eines Tages immer schwieriger, weil die Produktivität aller anderen auch wächst. Natürlich schaffen wir heute noch, mit den Japanern und Chinesen fertig zu werden. Aber was glauben Sie, wie schnell die Produktivität der Ungarn wächst? Und das können Sie auch in jedem Betrieb sehen. Wenn ein Betrieb dauernd rationalisiert, dann macht er die erste Rationalisierung erfolgreich, weil da lange nichts gemacht worden ist. Bei der zweiten wird es schon schwieriger und bei der vierten läuft nichts mehr, außer dass alle frustriert sind. Und dann kommt eben die Situation, dass Sie die nächste Rationalisierung dem Konkursverwalter überlassen müssen, weil der darauf spezialisiert ist. Ich glaube, wir müssen uns zwischen zwei Dingen entscheiden. Entweder wir arbeiten mehr oder wir verzichten auf Einkommensentwicklung. Ich kann das nur sagen, weil ich nie mehr gewählt werden will. Aber das ist so. Und da die anderen es viel vorsichtiger ausdrücken müssen, mindestens, sage ich es einmal so, wie es ist. Und meine zentrale Frage ist,
Was passiert eigentlich in Deutschland, wenn wir alle wieder 10% mehr arbeiten? Die meisten tun es ja sowieso, nur am falschen Platz. Es gibt ja ganze Branchen. Es gibt 1 Million Putzfrauen in Deutschland mit Lohnsteuerkarte. Ich habe noch nie eine kennengelernt. Nicht? Es gibt Baumärkte, die sind nur dafür da, dass die Leute dort einkaufen können, dass die Handwerker pünktlich anfangen können am Montag. Sonst wäre es eine Schwarzarbeit. Ich will das alles nicht vertiefen. Aber was würde eigentlich passieren? Ich will es Ihnen sagen, was statistisch passiert. In der Arbeitszeit der Welt, der OECD-Länder, liegen wir zurzeit von 21 Nationen an 19. Stelle, was die Arbeitsstunden angeht, die Jahresarbeitsstunden. Ich habe einfach mal ausgerechnet, wo lägen wir denn, wenn wir 10% draufhauen? Das wären so rund die 40-Stunden-Woche in allen Bereichen. Die uns im Mittelstand längst verwirklicht ist, die alle Selbstständige sowieso machen, die viele Beamte aus Begeisterung machen, sich zwar verzweifelt dagegen wehren, aber extra noch mal eine Stunde stärker arbeiten, damit auch sichtbar wird, dass sie einen guten Willen haben. Wir sind ja eigentlich besser als unser Ruf, aber wir verderben uns den Ruf dauernd durch Statistiken, die wir machen lassen von den Kammverbänden, statt von denen, die arbeiten. Da käme was ganz anderes raus. Und wenn wir 10% mehr arbeiten würden, dann wären wir statt 1467 Stunden irgendwo so bei 1600 und grad, und dann wären wir am 13. Platz. Im Wettbewerb mit Italien und Schweden. Und die haben Dolce Vita, die Italiener. Wie es bei den Schweden ist, weiß ich nicht so genau. Dann hätten wir immer noch 100 Stunden im Jahr, würden wir weniger arbeiten wie die Briten, und wir würden 10%, weitere 10% weniger arbeiten wie die Amerikaner. Und das muss uns doch zu denken geben. Und was würden jetzt eigentlich in Deutschland zusammenbrechen, wenn wir mal wirklich den Mut hätten zu sagen, lass uns mal versuchen, was passiert, wenn wir probeweise 10% Stunden zulegen. Zunächst ohne Lohnausgleich, wenn es uns wieder besser geht, gucken wir, was wir mit Löhnen machen können. Ich glaube nicht, dass das derzeit mehrheitsfähig ist, aber ich verspreche Ihnen, das wird mehrheitsfähig. Und zwar ganz einfach, weil der Druck am Kessel laufend wächst und jedes Jahr repariert werden muss. Und dann wäre es eigentlich mal mutig zu sagen, es wäre ja auch eine Logik drin, nicht? Die Gewerkschaften haben erst für Lohnerhöhung gekämpft und als wir genügend Löhne hatten, haben sie für Freizeit gekämpft, dass wir das Geld auch ausgeben können. Jetzt haben wir das Geld nicht mehr zum Ausgeben. Was machen wir da mit der vielen Freizeit? Nicht? Es ist doch logisch, wenn Sie Leute 35 Stunden arbeiten lassen und bumbel gesund mit 58 zum Teil in Ruhestand schicken, ja, wenn Sie da die Schwarzarbeit bekämpfen wollen, das möchte ich mal sehen, wie das geht. So viele Zöllner können Sie gar nicht abkommandieren. Ne? Und stellen Sie mal vor, was passieren würde. Es ist doch hochinteressant. Die Deutschen haben ausgerechnet, alle Sachverständigen unwidersprochen, von niemand widersprochen, dass wir in diesem Jahr 2004 allein 0,4% Wachstum haben, weil 4 Feiertage auf Samstag, Sonntag fallen. Das ist die Lage einer Industrienation, die wegen des Zufalls vom Zusammenfallen von Feiertagen und Arbeitstagen Wachstum erwarten kann. Ne? Ansonsten ist mit dem Wachstum nichts los in Deutschland. 10% in den letzten 8 Jahren. EU-Durchschnitt 18%, Frankreich 19%, Großbritannien 21%. Also wir können das einfach nicht so laufen lassen. Und ich würde es eigentlich mal ganz spannend finden, wenn man sich ganz offen darüber unterhält, wir machen mal den Versuch. Nicht? Wir können ihn ja abbrechen, wenn nichts mehr funktioniert. Ist nicht zu erwarten nach den Erfahrungen. Als die Leute nicht so alt geworden sind, nicht so gesund waren, nicht so viele Möglichkeiten hatten, haben die 40 Stunden fröhlich gearbeitet. Das war die Aufbaugeneration, auf die wir heute so stolz sind. Wenn uns nichts Schlimmeres passiert, als dass wir die Sache korrigieren können, und es wäre eine schwungvolle Korrektur, mit den zwei Arbeitsdinge, Lebensarbeitszeit in Stufen auf 67, das geht alles nur im Schnitt. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, ein Maurer, der den ganzen Tag am offenen Bau arbeitet, bei jedem Wetter, der ist mit 58 kaputt und muss in Ruhestand. Darüber können Sie mit mir reden. Nur wenn das ein Gewerkschaftsvorsitzender auch für sich selber will, weiß ich nicht warum. So viel ist er nicht an der frischen Luft. Und ich vergleiche den einfach mit mir. Ich war nie in der frischen Luft und bin jetzt mit 66 aktiv tätig. Bekommt mir bestens. Meiner Familie auch. Die hätte wahrscheinlich mehr Kummer, wenn ich zu Hause wäre. Schauen Sie,
wenn wir diese 10% hätten, hätten wir plötzlich Spielräume, um all diese sozialen Probleme ein Stück abzufedern. Weil die volkswirtschaftliche Leistung wäre ja da. Die Steuern daraus würden kommen. Wir können sogar daraus Sozialversicherungsbeiträge einsammeln. Und wenn dann die Leute das Gefühl hätten, das läuft, dann sage ich ihnen, wären die Deutschen gut genug zu sagen, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir es nicht packen. Nur wenn wir dauernd sagen, wir wollen es euch gar nicht richtig sagen, es ist ja eigentlich noch viel schlimmer, aber wir sagen es euch nicht. Und seid hoffnungsfroh, wir sind gut, wir Politiker, wir kriegen das irgendwie hin. Das macht die Leute verrückt, weil sie inzwischen immer frustrierter werden, weil sie jedes Jahr sehen, dass die Mathematik nicht überrumpelt werden kann durch die Politik. Und jetzt haben sie alles. Jetzt haben die Bildungsreform, jetzt haben die Sozialreform, jetzt haben die Steuerreform. Machen sie doch die Steuervereinfachung. Und wenn wir das machen würden, mit der Mehrleistung, dann hätten wir auch die Steuermehreinnahmen und könnten notfalls dann später über weitere Steuersenkungen reden. Aber jetzt lassen sie uns doch erstmal die Haushalte in Ordnung bringen. Ein Staat, der 90 Milliarden Schulden macht und nur auf die Konjunktur hoffen kann, weil er strukturell die Probleme nicht lösen kann, der wird die Dinge nicht packen. Und insoweit werden wir ein paar Jahre vor uns haben, bei denen wir gewaltig diskutieren. Aber eines macht mich hoffnungsvoll. Die Stimmung der Leute ist nicht so schlecht wie die der Verantwortlichen. Weil die Verantwortlichen haben noch den Zuschlag einer Negativstimmung, weil sie wissen, was sie versprechen, reicht nicht aus. Das muss ja die Leute ja drücken, wenn sie es ehrlich meinen. Und wenn wir nicht mal die Befreiung machen, dass wir offen über unseren Zustand diskutieren, als ununterbrochen jetzt schon die Hoffnung zu haben, wir haben 14 Wahlen, da wird doch keiner was unternehmen vor den Wahlen. Die Bedrohung der Demokratie kann dadurch entstehen, dass so viele demokratische Einheiten so oft benutzt werden, dass die wirkliche Arbeit nicht geleistet wird. Das kann nicht sein. Unsere Kinder werden uns in 10 Jahren und 20 Jahren nicht fragen, wie viele Wahlen im Jahre 2004 stattgefunden haben, sondern wie wir unsere Verantwortung wahrgenommen haben, damit die nächste Generation noch in Deutschland eine Chance hat. Das ist die Verantwortung der älteren Generation, für die ich auch stehe. Und es gibt Fortschritte. Schauen Sie diese Elite-Diskussion, ich finde die fantastisch. Wir werden eine Leistungsgesellschaft. Fängt doch im Fernsehen schon an, Deutschland sucht den Superstar. Und Sie müssen mal gucken, wie der Bohlen diese Sänger runtermacht, wenn sie schlecht sind. Und die stehen stramm und lassen sich das gefallen, weil sie Karriere machen wollen. Schauen Sie, vielleicht wäre das. Stellen Sie vor, in einer Universität würde ein Professor so einen Student runtermachen im Examen. Da wird wegen Menschenrechtsverletzungen drankommen. Warum haben wir nicht den Mut, uns zur Leistungsgesellschaft zu bekennen? Elite geht nur mit Leistung. Und die Deutschen sind eine Leistungsgesellschaft. Beim Sport, gucken Sie mal, wie stolz wir sind auf Medaillen. Wie wir die Fußballweltmeisterschaft haben wollen. Wie wir jetzt die Fußballer wieder antreiben wegen der Europameisterschaft. Und wie gesagt, selbst wenn da 7 fröhliche Sänger auftreten, sitzen 20 Millionen als Schiedsrichter vor dem Bildschirm und entscheiden, wer Superstar wird. Für ein paar Wochen. Was wir brauchen, ist die richtigen Stars, nicht die Superstars, sondern die richtigen Stars durch Leistungen können und die Begleitung einer Stimmung, die unternehmerisch ist, wo die Leute Lust haben, was selber zu machen, was zu verantworten, Risiken einzugehen. Und die müssen wir dann aber auch anerkennen in der Öffentlichkeit. Und das bedeutet eben, dass die großen Organisationen unserer Gesellschaft nicht dauernd Bündnisse schließen dürfen zur Verteidigung ihrer alten Rechte, sondern dass wir Spielraum brauchen müssen, für das, was Schumpeter die schöpferische Zerstörung genannt hat. Es wird schwer genug. Ich glaube, die Deutschen schaffen es. Ich weiß nur nicht, wie groß die kritische Masse sein muss. Ich glaube, wir sind nah dran. Und wenn erst alle Parteien drum streiten, wer der Innovativste ist, wer im Wettbewerb vorne dran ist, nach vorne, und nicht mehr, wer die alten Dinge am besten verteidigt, dann haben wir es geschafft. Unser Problem ist nur, dass wir immer älter werden. Und bevor wir so alt werden, dass wir sagen, jetzt lass uns in Ruhe, müssen die Alten vorher noch die Voraussetzungen schaffen, damit die Jungen nicht nur die Verantwortung jetzt übernehmen können, sondern auf die Dauer die Chance haben, die deutsche Verantwortung zu tragen. Nochmal, ich bin optimistisch. Ich glaube nicht mehr, dass es so lang geht, wie wir alle meinen, dass es gehen muss, sondern mich macht die gegenwärtige Diskussion fröhlich, weil ich sehe, dass Leute, die noch vor 5 Jahren Himmel und Erde beschwört hätten, wenn irgend sowas diskutiert werde, die gehen heute mit einer Offenheit an solche Themen ran, dass ich sagen muss, der Lernprozess ist weit vorangeschritten, die kritische Masse ist wahrscheinlich in Kürze erreicht. Wir werden in einer spannenden Reformzeit leben, die wird unbequem. Aber wieso hat eigentlich unsere Generation das Recht, in einer bequemen Zeit zu leben?
die vor uns haben in unbequemen Zeiten gelebt, die nach uns werden in unbequemen Zeiten leben. Jetzt machen wir halt noch ein bisschen mit, dann werden wir schon hinkriegen. Das sind die Perspektiven, die ich sehe. Vielen Dank. Internationale Frühschoppen,